Lasst uns über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft, die Ehe. Wenn du verheiratet bist, herzlichen Glückwunsch, du bist offiziell ein Abenteurer. Du fragst dich warum? Nun, lasst uns das mal auseinandernehmen. Ehe als Schlafzimmerabenteuer? Jeder kennt das Geheimnis einer langen Ehe, oder? Ja, du darfst im Schlafzimmer niemals das letzte Wort haben. Wenn du das letzte Wort hast, wirst du für den Rest der Woche im Gästezimmer schlafen. Und das ist kein Abenteuer, das du erleben möchtest. Ehe als kulinarisches Abenteuer. Aber die wahre Magie der Ehe zeigt sich in der Küche. Es ist wie eine Kochshow, bei der du nie weißt, was auf dem Menü steht. Du denkst, es gibt Lasagne und plötzlich serviert dir dein Partner eine völlig neue Kreation, die ich gerne als geheimnisvolles Fleischklumpen-Überraschung bezeichne. Kommunikation in der Ehe. Die Kommunikation in der Ehe ist ein Abenteuer für sich. Es ist wie ein Spiel, bei dem du versuchst, das zu sagen, was du wirklich denkst, ohne in die Falle "Hör auf, mir zu sagen, was ich tun soll" zu tappen. Aber Vorsicht, das ist ein Minenfeld. Ehe und Technologie. Und vergessen wir nicht die Technologie. In der modernen Ehe sind Smartphones die dritten Partner. Wenn du in der Ehe erfolgreich sein möchtest, sollte dein Ehegelübde "Auch ich verspreche, meine Bildschirmzeit zu begrenzen" enthalten. Zusammengefasst, die Ehe ist ein Abenteuer. Es hat Höhen und Tiefen, Wendungen und Überraschungen. Aber am Ende des Tages ist es ein Abenteuer, das wir alle auf unsere eigene Weise lieben.